Geht das Mikro? Ja. Okay. Dann denke ich, wenn alle sich gesetzt haben und soweit ihren Austausch beendet haben, können wir mit dem nächsten Panel anfangen. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Frauen, liebe Männer, liebe Menschen aller unterschiedlichen sexuellen oder nicht sexuellen Orientierungen. Ich möchte Sie sehr herzlich zu diesem Panel begrüßen, europäische Friedenspolitik und Fluchtursachen aus geschlechterpolitischer Perspektive natürlich. Mein Name ist Gitti Henschel und ich bin zusammen mit Henning von Bagen Leiterin des Gunnar-Werner-Instituts, von dem Sie ja schon einiges gestern und auch heute gehört haben. Eigentlich hat Sonja Mitralja dankenswerterweise, aber auch schrecklicherweise schon eigentlich, finde ich, ganz viele Stichworte geliefert für dieses Panel, nämlich Rechtspopulismus, Rechtstendenzen und damit in Verbindung die Zunahme von Gewalt, Gewalt gegen Frauen, die auch von vielen geteilt wird. Und wie wir wissen, die Kultur der Gewalt, wie sie das auch genannt hat, von da ist eigentlich kein sehr weiter Schritt mehr auch zu gewaltförmigen Auseinandersetzungen. Gestern hat Ulrike Liebert in ihrem Einstiegsvortrag Europa bzw. die EU in der Entstehungsgeschichte als Friedens- und Wirtschaftswundergemeinschaft bezeichnet und auch sehr positiv als emanzipatorisches Projekt gerade in der Frauen- und Geschlechterpolitik dargestellt. Und sie hat als Highlight oder als Blütezeit der EU die Zeit zwischen also 1970er Jahre bis Ende 1990er Jahre genannt. Und keine Frage, in dieser Zeit sind auch viele Frauen gleichstellungspolitische Initiativen, Richtlinien, Maßnahmen bis hin eben zum verbindlichen Gender Mainstreaming dank der EU entstanden und entwickelt worden. Und wir in Deutschland, ich glaube, haben dadurch auch ein bisschen Rückenwind gekriegt, weil sonst wäre, glaube ich, Deutschland auch noch mehr hinterm Mond in vielem, was Geschlechterpolitik angeht, als es heute. Gestern haben wir das bezogen auf die Lohngleichheit schon im Vergleich mit den anderen europäischen Ländern gehört. Also wäre Deutschland noch mehr im Hintertreffen. Trotzdem habe ich gestern auch ein bisschen geschluckt, denn unter friedenspolitischen Aspekten, also die EU als Friedenspolitik, wie sie ihr Friedensprojekt, wie sie ja auch angefangen hat, fiel mir als erstes dazu ein, dass gerade in den 90er Jahren mitten in Europa und unter EU-Beteiligung in Ex-Jugoslawien Krieg geführt wurde. Und auch das gehört für mich zu einer Frauen- und geschlechterpolitischen Bilanz der EU. Nicht zivile Konfliktbeilegung, Verhandlung, Vermittlung standen mehr auf der Tagesordnung angesichts der auch tatsächlich ganz furchtbaren Gewalt, der Ermordung, Vergewaltigung, Vertreibung von Hunderttausenden in Ex-Jugoslawien, sondern militärische Intervention zusammen mit den USA im Rahmen der NATO stand auf einmal an. Und in der Folge wieder Flucht, Vertreibung Hunderttausender von Frauen mit Kindern und von Männern. Gerade in diesem Bereich, finde ich jedenfalls, zeigt sich auch deutlich, wie sehr die EU in ihrer sicherheits- und friedenspolitischen Ausrichtung noch sehr stark von tradiertem Geschlechterdenken, von männlichen Macht- und Dominanzansprüchen geprägt und bestimmt wird. Denn obwohl die UN in ihren Resolutionen zum Beispiel zur Beteiligung von Frauen auch aus der Zivilgesellschaft sehr klare Vorgaben macht für Verhandlungen um Friedenslösungen, obwohl die Frauen gerade auch zum Beispiel damals aus Serbien, Kosovo, Bosnien in Allianz versucht haben und unterstützt von internationalen Aktivistinnen vehement eingefordert haben, sich an Friedenslösungen zu beteiligen, wurden sie außen vor gehalten. Seitdem und sicherlich nochmal seit dem 11. September 2001 hat sich Europa unter maßgeblicher deutscher Beteiligung zunehmend zu einem neuen globalen und von hegemonialmännlichem Denken geprägten Macht- und Ordnungsfaktor entwickelt. Die Zivilmacht Europa
versucht immer mehr auch Militärmacht zu werden. Zumindest auf dem Papier, immer sind sie sich ja noch nicht einig, haben sie eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik, GASP, GSVP heißt die, weil GASP ist die gemeinsame Sicherheits- und Außenpolitik. Das ist noch was anderes seit dem Lissabonner Vertrag. Und zwar sind die meisten EU-Missionen, kann man feststellen, ziviler Natur, noch ist zu fragen, weil es gibt EU-Battlegroups, Kampfgruppen, die für ein schnelles und kurzfristiges Eingreifen überall sorgen sollen. Und Atalanta vor Somalia ist ein Beispiel, zum Beispiel auch, wie da Interventionen stattfinden, die stark wirtschaftlicher Natur sind. Außerdem gibt es eine EU-Rüstungsagentur bzw. die sogenannte Europäische Verteidigungsagentur EFA für die Entwicklung der Verteidigungsfähigkeiten, Forschung und Beschaffung von Rüstung. Außerdem ist die EU, das wissen wir, eng mit der NATO verknüpft. Aus den kriegerischen Auseinandersetzungen der letzten Jahrzehnte, gerade auch aus den Balkanländern, aber auch aus vielen afrikanischen Staaten, haben wir gelernt, dass Krieg und militärische Gewalt einhergehen, immer auch mit geschlechtsspezifischer, mit sexualisierter Gewalt an Zivilistinnen, an Frauen und Kindern, aber auch an Männern. Und wir wissen, die Demokratische Republik Kongo ist dafür gerade ein besonders schreckliches Beispiel und schon seit langem, dass diese Form der Gewalt auch gezielt als Instrument von Kriegsführung eingesetzt wird. Auch da gehört wieder zu den Folgen immer Vertreibung, Flucht der Zivilbevölkerung und ein kaum vorstellbares Elend, Traumatisierungen, die wir ja auch zur Zeit fast ständig in Form von Bildern aus Syrien sehen können. Und obwohl diese Bilder jeden Tag, dieses Elend eigentlich, zu uns kommen und die EU im Kontext anderer internationaler händeringend nach diplomatischen Lösungen sucht, gerade auch wieder auf die humanitären Katastrophen immer verweist und sie beenden will, schottet sie sich gegen die Flüchtlinge aus diesen Ländern weitgehend ab. Seit Jahrzehnten verfolgt die EU mit ihrer Öffnung der Grenzen nach innen eine Abschottungspolitik nach außen, mit einer Verschärfung der Asylgesetze, auch in Deutschland, obwohl gerade Deutschland dafür besonders offen sein sollte, und hat die Festung Europa auch hochtechnisiert immer weiter ausgebaut. Wir sehen an den Grenzen, Barbara Unmüßig hat es ja schon gestern gesagt, was es für Katastrophen auslöst immer wieder, an den Grenzen. Und nicht nur an den Grenzen, außerdem hat die EU selbstverständlich auch noch andere Verantwortungen im Kongo, wo sie Friedensmissionen hingeschickt hat, aber nicht bezogen auf die Situation, wo der Krieg besonders noch getobt hat, beziehungsweise die Gewalt, sondern zum Beispiel zur Beobachtung von Wahlen. Und, das ist ja auch ein Aspekt der EU und der EU-Länder, wir sind und Deutschland ist der drittgrößte Exporteur von Waffen, auch in Ländern, die Kriegs führen. Und zum Beispiel auch nach Syrien von Giftgas. Deshalb steht heute auf diesem Panel die Frage oder die Fragen stehen im Raum und zur Diskussion, was ist unter gleichstellungs- und geschlechterpolitischen Perspektiven aus dem Friedensprojekt Europa geworden? Wo stehen wir da heute? Aktuell auch unter dem Eindruck, zum Beispiel jetzt in der Ukraine und der Krim. Und wie verhält sich der europäische Einsatz für Frauen- und Menschenrechte überhaupt auch zu der Abschottungspolitik, zur Flüchtlingspolitik der EU? Und selbstverständlich dann als Perspektive auch mit Blick auf die Wahlen, was erwarten wir eigentlich von einer EU, die vielleicht anders aufgestellt ist? Ich begrüße dazu heute herzlich und zwar in Reihenfolge ihrer Inputs Heidi Meinzold, Ulrike Krause, und zwar ist sie, ich hoffe, das hat geklappt, ja, Falk aus der Technik zeigt gerade, es hat geklappt. Sie wird aus Uganda per Skype dazu geschaltet, weil sie sich ganz kurzfristig bereit erklärt hat, anstelle von Julia Pasquinelli hier einzuspringen.
Und ich begrüße Ska Keller, die gerade im Rahmen von Wahlkampf hier auch eingetroffen ist, zu diesem Podium. Zunächst möchte ich jetzt Heidi Meinzold hierher bitten und erstmal aus ihrer Perspektive zu friedenspolitischen Perspektiven der EU im Kontext auch von Flüchtlingspolitik ein Statement abgeben. Zum Ablauf kann ich noch sagen, danach gibt es erstmal eine kleine Runde von Flüstergruppe, wo Sie dann anschließend Fragen, Anmerkungen zur Diskussion stellen können und danach sind die anderen beiden dran. Jetzt hätte ich fast vergessen, dich noch ein bisschen vorzustellen, Heidi. Nämlich Heidi Meinzold vertritt, also sie ist von Beruf Lehrerin, das können Sie auch in den biografischen Daten nachlesen, und sie ist seit vielen Jahren im Bereich der Friedens- und Sicherheitspolitik aktiv, seit 1992 in der Women's International League for Peace and Freedom, WILF. Hier sind auch ganz viele WILF-Frauen, die ja unsere Kooperationspartnerinnen auch sind. Und sie ist auch Mitglied im Deutschen Frauensicherheitsrat, der sich gezielt für die Umsetzung der UN-Resolution zu Frauen, Frieden und Sicherheit einsetzt. Sie war im Vorstand der Europäischen Grünen und Sprecherin landes- und bundesweit auch bei den Grünen, aber sie ist im Kontext von Krieg 1998 bei den Grünen ausgetreten. Bitte schön, Heidi. Okay, also wir führen diese Debatte zu Frieden ja auf der einen Seite natürlich im Vorfeld der Europawahlen, um eventuell auch noch einmal ein paar Forderungen zusammenzustellen, die an zukünftige Abgeordnete für dieses Europäische Parlament gehen sollen, die stark friedenspolitisch motiviert sind. Aber, und das ist vielleicht auch der Faktor, der die Dramatik der Diskussion im Augenblick erhöht, die Tatsache, dass es Kriegsdrohungen, dass es zumindest in militärische Konfrontationen verdammt nahe rücken an uns, gerade in dieser aktuellen Situation. Das, glaube ich, macht noch einmal diese besondere Notwendigkeit auch, oder das begründet die Notwendigkeit, sich tatsächlich mit dem Thema Frieden noch einmal ganz explizit auseinanderzusetzen. Es ist ja jahrelang auch im deutschen Kontext, aber auch im internationalen Kontext so der Eindruck erweckt worden, Frieden ist einfach das, was wir haben, und da müssen wir gar nicht mehr groß diskutieren. Jetzt haben wir heute früh oder vorher die Situation zum Beispiel in Griechenland und auch diese Gewalt, die einfach präsent ist in Alltagssituationen hier mitten in Europa, Gewaltäußerungen, die wir in Auseinandersetzungen weltweit beobachten, auch Einfluss genommen haben, dass das sehr nah an uns und an unser politisches Engagement und an unsere politische Aufgaben wieder heranrücken. Aber wenn ich heute früh in der Berliner Zeitung, und es ist natürlich nicht nur jetzt in der Berliner Zeitung gewesen, sondern lese, dass Polen, Rumänien nach NATO-Einsatz rufen in puncto Ukraine, dann glaube ich, ist es allerhöchste Zeit, dass wir hier auch als Zivilgesellschaft nochmal uns ganz intensiv gegen jede Militarisierung der vorhandenen Konflikte, die Ursachen will ich jetzt gar nicht weiter als solches im Moment diskutieren, aber dass wir uns stark machen, alle
Methoden, Strategien zu verstärken, damit es nicht zu einer militärischen Auseinandersetzung kommen kann. Wir haben hier auf dem Podium ja diesen Gesamtkontext zunächst mal gewählt, Flüchtlingspolitik und Frieden. Und die Taz hat vor einiger Zeit mal getitelt, Flüchtlinge in die eine Richtung, Kampfpanzer in die andere. Das war natürlich sehr stark jetzt auf eine Situation im Sudan bezogen, aber die Frage von Flucht und Fluchtursachen, das korreliert natürlich in ganz hohem Maße mit Krieg. Und Krieg meine ich, und das glaube ich, muss man auch immer wieder nochmal betonen, nicht nur im Sinne direkter militärischer Gewalt oder Interventionen von außen oder dem Einsatz von Milizen auch im Inneren, sondern im Sinne der Gefährdung der menschlichen Sicherheit, und das ist ja ein UNO-Konzept, wo es um fehlende Lebensperspektiven geht, um Ressourcenmangel, genauso wie um Umweltvernichtung, Landgrabbing, Klimawandel, fehlende Geschlechtergerechtigkeit, aber auch natürlich die Menge an vorhandenen Waffen und ganz explizit auch um wirtschaftliche Ausbeutung. Dieses UNO-Konzept hat natürlich auch für sich genommen Probleme, wirft es auf, weil die Gefahr, wenn man etwas als ein Sicherheitsrisiko bezeichnet, natürlich groß ist, dass man, weil man irgendwie so das Gefühl hat, man muss was dagegen tun, dass man schnell nach Intervention ruft, und diese Interventionen sind ja in hohem Maße, wie man das in den letzten Jahren, Jahrzehnten nochmal auch besonders erfahren hat, militärisch zumindest gestützt. Auf der anderen Seite ist Frieden einfach mehr als eine Abwesenheit von momentanem Krieg. Und wir haben das auch in der Diskussion in den letzten zwei Tagen auf diesem europäischen Ligatreffen nochmal besonders betont. Es geht immer wieder um die Freiheit von Angst und von Gewalt als Grundlagen, wo Frieden bedroht ist. Und dass in diesen Aspekten, zum Beispiel im Bereich der Daseinsvorsorge oder als Brückenbauerinnen und Grenzüberschreiterinnen, Frauen eine ganz zentrale Rolle schon immer wieder gespielt haben, ist, glaube ich, auch ein Aspekt, den man insbesondere nochmal betonen muss. Also wenn wir uns auf diesem Hintergrund der Human Security, der menschlichen Sicherheit, nochmal dem Frieden nähern, dann geht es also in einem ersten Punkt oder als erstes Ziel natürlich immer darum, die Ursachen für die Gewalt zu benennen, und im zweiten Maße um Prävention, also die Vermeidung von Gewalt als solches zu stärken. Und wenn wir die Vermeidung von Gewalt im Vorfeld stärken, dann bekämpfen wir indirekt oder direkt vielfach natürlich auch die Fluchtursachen. Das ist sozusagen dieser Bogen. Und diese Phase ist entscheidend auf allen Ebenen der Politik und nicht nur aus irgendwie einem gut gemeinten Konsens, den ich denke, konservative Parteien genauso und auch möglicherweise sogar rechte Parteien teilen würden, dass es natürlich darum geht, präventiv Konflikte zu vermeiden, weil niemand explizit Krieg will. Oder ich unterstelle das jetzt mal zumindest. Aber dieser Punkt, dass man Prävention auch logistisch und personell und in der Ausbildung und in der ganzen Reaktion auf Konflikte ganz stark ausweiten muss, das ist, glaube ich, eine Sache, die als solches
nicht überall in der Politik angekommen ist und sogar die Gefahr besteht, dass man sagt, ja, sind wir alle dafür, aber wenn der Konflikt da ist, was machen wir dann? Ich denke, wir müssen die Diskussion umdrehen und die Priorität immer wieder verlangen, dass die Prävention und dass das ein echter Paradigmenwechsel wird, und das ist insbesondere auch, was Reaktionen der Europäischen Union anbetrifft, eine ganz entscheidende Geschichte. Ich möchte noch mal ganz kurz ein paar zentrale Präventionsinstrumente nennen, die verbessert werden müssen. Sie liegen alle, das möchte ich noch mal ganz besonders betonen, im zivilen Bereich. Was wir so in dem Alltag haben, Überwachungskameras, Kontrollen und sowas, das meine ich damit nicht, sondern es geht zum Beispiel darum, um Frühwarnindikatoren, die in einer ganz anderen Weise nochmal verbreitet werden müssen, und in dieser Phase auch der Frühwarnindikatoren können Frauen nochmal eine ganz besondere Rolle spielen, weil sie oft auch über Grenzen hinweg besser vernetzt sind, weil sie es aufgrund, nicht weil sie friedlicher wären, das ist nicht der Fall, aber weil sie aufgrund ihrer Sozialisierung vielfach Verbindungen herstellen, auch über Konflikte hinweg. Also diese Frühwarnindikatoren heißt auch, dass man mit Frauengruppen vor Ort aktiv Kontakte aufnehmen muss, und dass die Zivilgesellschaft, wenn man sagt, ja, ich habe Kontakt zur Zivilgesellschaft, ich habe mit dem Bürgermeister X und mit dem Präsidenten hier geredet, das reicht einfach nicht aus, sondern gerade in der Zivilgesellschaft sind Gruppen, die wirklich als Frühwarnindikatorinnen auftreten können. Wenn man, ich habe mit Frauen in Bosnien gesprochen, wenn man, die ganz stark gespürt haben, wann die Konflikte aufgekommen sind und wie sie dann instrumentalisiert wurden, und die damals bereits, ähnlich wie zwischen Israel-Palästina in ganz Nahost, die Vorschläge gemacht haben, wie man im Vorfeld diese Konflikte vermeiden kann. Die bosnischen Frauen, wir hatten das auch vom Frauensicherheitsrat damals gefordert, oder auch in Kosovo dann, dass die in die Statusverhandlungen mit eingebunden werden müssen, um bestimmte Regelungen voranzutreiben. Es war kaum der Fall, und wenn man sich auch Afghanistan-Konferenzen anschaut, ist das, Petersberg-Konferenzen, ist da ganz wenig an Frauen, die tatsächlich mit guten Vorschlägen reingehen. Frühwarnindikatoren, Stopp des Waffenhandels, da könnte man sehr viel drüber sagen, aber Gitti hat das auch schon mal angesprochen, will ich jetzt nicht weiter vertiefen. Und ganz konkrete Abrüstungsschritte, die entscheidend sind. Und dazu möchte ich nochmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen in der Geschichte, 100 Jahre etwa. Das ist auch die Geschichte von Wilf auf die Art und Weise. Da trafen sie 1915 mitten im Ersten Weltkrieg kluge Frauen aus verschiedensten Regionen der Welt, aus kriegführenden und nicht kriegführenden Staaten, und sie haben gegen diesen Krieg und gegen alle weiteren Kriege protestiert, und nicht nur einfach protestiert, sondern sie haben auch im Nachhinein, zum Beispiel 1919, dann ganz konkrete Forderungen aufgestellt, die zwar in die UN-Grundrechtscharta eingegangen sind, aber zum Beispiel in die Verhandlungen um den Versailler Vertrag nicht. Sie haben gesagt, wir brauchen allgemein universelle und allgemeine Abrüstung. Und das ist eine Sache, da Abrüstung steckt ja zwar offiziell ständig noch in einem Prozess, aber kommt ja
im Gegenteil überhaupt nicht voran, sondern wenn man sich die ganze Debatte um Drohnen und so anschaut, dann ist uns das längst technisch davongelaufen, was hier Abrüstung eigentlich notwendig machen würde. Zu dieser historischen Geschichte einen Punkt noch. Eine Ligafrau, Clara Immer, war selbst Chemikerin, war mit dem Chemiewaffenerfinder sozusagen Haber verheiratet. Sie haben beide geforscht, aber wie sie festgestellt hat, dass diese Chemiewaffen unter einer katastrophalen Situation im Ersten Weltkrieg eingesetzt wurden mit tödlichen, also hunderttausende tödliche Auswirkungen, nicht nur auf der Feindesseite, sondern auf der eigenen Seite, da hat sie für sich die tragische Konsequenz gesehen, sie hat sich umgebracht. Das ist nicht das Modell, das wir wollen natürlich. Aber ich wollte nur sagen, wenn wir sehen, wie viel Chemie Deutschland zum Beispiel nach Syrien geliefert hat oder Grundstoffe für die Produktion von Chemiewaffen, dann kann man sich durchaus auch hier nochmal an die Geschichte erinnern. Ich möchte noch ganz kurz auf die Geschichte auch der, in Europa nochmal eingehen, weil auch das muss man sich ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Nach dem Kalten Krieg gab es ja mal so ganz kurz eine Hoffnung auf ein Ende militärischer Konfrontationen. Spielräume für Prävention, zivile Konfliktlösung wurden da durchaus aufgemacht und das in enger Kooperation mit der Zivilgesellschaft. Man hat damals einen Prozess, den sogenannten ROCS-Prozess, das ist Role of Civil Society, in diesem ganzen Diskussion eingerichtet, institutionalisiert quasi, dieser ist völlig verloren gegangen. Auf dem EU-Gipfel 92 in Helsinki und später eben mit den Maastrichter und Lissabonner Verträgen wurden die Weichen vielleicht manchmal in Richtung auch Gender Equality und sowas, was wir gestern diskutiert haben, gestellt, aber auch in eine explizite EU-Außen- und Verteidigungspolitik. Und es wurden neue Aufgaben fürs Militär geschaffen. Die Kriege am Balkan und alles, was unter dem War Against Terror lief, sind dafür, sprechen dafür, und es ist bis heute, wenn man sieht, wie die EU-Missionen zunehmen, ist es also zum Beispiel in so Situationen wie wo Deutschland Solidarität mit Frankreich ausdrückt, wenn sie nach Zentralafrika plötzlich gehen und es dann im Rahmen einer EU-Mission absegnen lassen. Das ist eine verheerende Geschichte. Die Rolle des Militärs in unseren Gesellschaften muss meiner Meinung nach auch dringend hinterfragt werden, weil die Intervention der, zum Beispiel jetzt vom deutschen Kontext der Bundeswehr, auch in Hochschulen und in Schulen, ist eine katastrophale Entwicklung, und ich kann das selber bestätigen. Wir haben auch in Bayern einen Staatsvertrag zwischen der Bundeswehr und dem Militär jetzt, wo die ungefragt und jederzeit sowohl in Jahresberichten werben können, als auch tatsächlich einfach reingehen in Schulen. Wir hatten früher schon Jugendoffiziere, da konnte man dann manchmal auch noch einen Wehrdienstverweigerer dazu einladen, um das ein bisschen, nicht unbedingt nie in Gleichgewicht kriegen, aber das ist, und die Kooperationen mit den Universitäten und die Drittmittelforschung im Zusammenhang mit militärischen ist eine ganz problematische Geschichte, und weil hier auch einige internationale Leute da sind und in vielen Ländern inzwischen Frauen Verteidigungsministerinnen sind und man denkt, dass das vielleicht eine neue Qualität haben könnte. Bei uns ist die neue Qualität, besteht darin, dass man die Bundeswehr familienfreundlicher umbauen will und vielleicht auch nach dem Einsatz die Mutter wieder ganz stolz begrüßt wird von ihren Jungen. Das ist, finde ich, auch eine völlig unzulässige Entwicklung, dass umgekehrt das Entwicklungsministerium dazu benutzt wird, nur mehr hinten nachzureisen, wenn die Außen,
Politiker irgendwo versuchen, noch ein bisschen zu verhandeln und das Entwicklungsministerium quasi das absichert und die Hungrigen und die füttert in diesen Ländern. Auch das ist eine Bewegung, die man einfach kritisieren muss. So, ein Punkt noch zur OSZE. Wir, auch als Frauenliga, aber noch vor 20 Jahren auch in anderen Kontexten, politischen Kontexten, hat man immer wieder gesagt, die OSZE als UNO-Unterorganisation hat eine Brückenfunktion. Die Tragik der Geschichte ist wirklich, dass sie jetzt plötzlich wieder aus dem Hut wie das Kaninchen gezogen wird. Natürlich ist es besser als nach einer NATO-Intervention rufen, und die OSZE und der Europarat sind natürlich die Institutionen, die eine Art Neutralität als Konfliktlösungsorganisation noch hinbringen können, aber es ist besser als, vielleicht zum Abschluss, man könnte jetzt noch viel sagen, was an einzelnen Maßnahmen kommen soll, aber ein Monat nachdem die Herren Van Rompuy, Barroso und Schulz in Oslo den Friedensnobelpreis in Empfang genommen haben, mit wirklich herzerwärmenden Geschichten, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, die haben sich hingestellt im Namen der EU und der Bekämpfung der Wirtschaftskrise und großes europäisches Publikum hat ihnen noch applaudiert, und einen Monat danach haben die eine Abschlusserklärung des EU-Gipfels im Dezember 2012 gemacht, und da haben sie schamlos ihr Rezept gegen die Wirtschaftskrise verkündet. Investments in die Stärkung der militärischen Kapazitäten der EU und einen Schub für die Rüstungsagentur als Forschungs- und Superjobs, die da drin stecken und so weiter. Ich kann das, das Kabinett Ashton sollte dann da eine Vorlage dazu erarbeiten, was meiner Meinung nach ganz woanders hingehört. Ich möchte es kurz auf Englisch nochmal zitieren, damit man sieht, es ist nicht eine Erfindung von mir, dieser Forderung von Rompuy und Barroso. Current financial constraints highlight the urgent necessity to strengthen European cooperation in order to develop military capabilities and fill the critical gaps, including those identified in recent operations. They said in conclusion of the summit, the EU leaders promised to encourage more systematic and longer-term European defense cooperation to develop a more integrated, sustainable, innovative and competitive European defense technological and industrial base. So mag der Friedensnobelpreis an die EU in meinen Augen zwar vielleicht noch eine große Vergangenheit einiger strategischer Visionäre und den Friedenswillen europäischer Völker rühmen, in der Gegenwart ist Europa in mehreren Kriegen gleichzeitig engagiert, und in meinen Augen in der Zukunft muss sich Europa diesen Friedensnobelpreis erst erwerben. Und da möchte ich nochmal an drei zum Abschluss mutige WILP-Frauen erinnern, Jane Addams, Emily Green-Walsh, Alva Myrdal und viele andere, gerade auch Frauen wie Wangari Maathai und Ellen Johnson Sirleaf und so weiter, und die 1000 Friedensfrauen, die den Nobelpreis nicht gekriegt haben, aber so viel mehr getan haben, da reicht dann für eine friedlichere Welt in Solidarität und Respekt vor Rechten und Freiheit. Und daran sollte man einfach jetzt auch nochmal denken und in der Richtung weiterarbeiten. Danke. Ja, herzlichen Dank, Heidi, erstmal für diesen Überblick über was Friedens- oder nicht friedenspolitisch in Europa los ist und ansteht, auch aus Frauensicht. Vielleicht kommen wir auch dann noch zu Geschlechterpolitik.
politischen Perspektive im Anschluss. Ich möchte Sie jetzt erstmal ermuntern, ermutigen, an Ihren Tischen in kleinen Flüstergruppen einfach sich mal 5 Minuten lang dazu auszutauschen. Was haben Sie für sich jetzt gerade aus den Input gezogen? Was ist für Sie besonders wichtig? Was haben Sie an Fragen, an Anmerkungen an Heidi Meinzelt? Bitte schön, 5 Minuten untereinander Flüstergruppen. Sonst hört die das. Die soll ja nur mich hören.
Knappi kriegt. Du bist doch Kletterer, du hast doch hier Mikro. Ey, es bricht andauernd zusammen, das ist scheiße. So, hallo? Kannst du hier? Wir müssen erstmal das Mikro anmachen. Kannst du, muss nicht. Hallo? Ist nicht. An sich habe ich ja gedacht, dass du erst dich auch dahin... ja, erstmal. Und dann, ne? Genau. So, aber das kannst du machen, wie du willst. Ja, ich kann ja auch was ergänzen. Genau. Ja, ja. Das Mikro ist an. Okay, das Mikro ist an. Und ich würde Sie bitten, sich von Ihren gemeinsamen Gesprächen zu lösen und vielleicht Ergebnisse, Überlegungen hier jetzt ans Podium an Heidi Meinzold zu wenden. Gleichzeitig möchte ich noch ganz kurz Kar Keller vorstellen, die jetzt hier auch oben schon sitzt und die vielleicht ja auch schon Ergänzungen, Fragen, Anmerkungen hat. Sie ist eben für Bündnis 90 Die Grünen Europapolitikerin, sitzt gemeinsam mit dem Franzosen José Bové als Spitzenkandidatin der Europäischen Grünen auch jetzt im Europaparlament, stellt sich dort zur Wahl, ist 27 Jahre jung und, mit 27 Jahren jung ins Europaparlament gewählt worden, so ist es richtig. Sie setzt sich als Mitglied dort vor allen Dingen im Handels- und Innenausschuss für die Stärkung der Rechte von Flüchtlingen und Migranten und Migrantinnen ein und für eine menschenwürdige Asylpolitik. Alles Weitere können Sie auch in den biografischen Unterlagen nachlesen. Die erste Frage, bitteschön. Mein Name ist Carola Küken, ich bin Mitglied im Kämpferischen Frauenrat Deutschlands und bin heftig irritiert vom Vortrag. Also ich hätte gern nochmal eine Vertiefung der These, dass niemand will Krieg, wurde gesagt, und stelle die Frage, wie das zusammenpasst, dass Deutschland an dritter Stelle in der Welt steht, was Rüstungsproduktion und Waffenlieferungen in alle Welt betrifft, als Verursacher. Ich habe einen ganz starken pazifistischen Inhalt wahrgenommen, selbstverständlich ist das legitim, jedoch die These auch, dass Frieden oder ein Aspekt des Friedens Freiheit von Angst und Gewalt ist, erschließt sich mir nicht, weil dann wären wir im Krieg in ganz Europa. Dazu hätte ich gern noch mal vertiefende Aussagen. Okay, ich bin... Natürlich gibt es verschiedene Ebenen und ich gehe jetzt mal von einer zivilgesellschaftlichen Ebene aus, von vielen Menschen, ganz normal in ihrem Alltag, auf der Straße, überall in ihren Berufen. Krieg will niemand. Dass man, dass es ganz andere Mächte, Bestrebungen gibt, diese Situation zuzuspitzen, unter anderem auch, und das habe ich versucht auch mit der Kooperation von Militär, in dem Bildungsbereich, um mal zu unterstützen,
dass die tatsächliche Aufrüstung, die ständig in Deutschland schleichend passiert und die wirtschaftlichen Interessen, die damit verbunden sind und auch in Europa im Zusammenhang mit der Rüstungsagentur, was ich auch an dem Zitat von Van Rompuy und Barroso gemeint habe, das sind, und das ist vielleicht die Schizophrenie unserer Welt, das klingt jetzt, mag banal klingen, aber es sind, es gibt genügend Leute, die sagen, wir schützen durch Aufrüstung. Und das ist eine verheerende Logik, denke ich. Genauso wie ich schütze jemanden durch Überwachung. Meiner Meinung nach ist es wirklich entscheidend, dass jede sich aufgerufen fühlt, auch aufzuschreien. Diese Kampagne Aufschrei ist nicht umsonst, auch hat sehr viel Zustimmung. Wenn diese Angst zu groß wird, wenn auch die Bedrohung zu groß wird und die, es gibt auch Kontakte im Zusammenhang zum Beispiel jetzt zu ukrainischen Frauen, wo ganz eindeutig immer wieder rauskommt, wir wollen keinen Krieg. Und das ist, glaube ich, eine Motivation, die man durchaus breit feststellen kann. Aber ich denke, da können sicherlich auch andere aus ihren Erfahrungen diesen Übergang auf der einen Seite wirtschaftliche Interessen, die unsere Welt als solches dominieren, sind ja nicht mehr unbedingt der politische Wille als Ausdruck einer gesellschaftlichen Entwicklung, sondern die wirtschaftlichen Interessen und auf der anderen Seite Interessen jedes Einzelnen stehen da in deutlichem Konflikt auch. Hier ist eine Wortmeldung, dann war hier eine Wortmeldung. Würden Sie sich melden, weil ich ungefähr einschätzen können muss, wie viele Wortmeldungen es gibt, um die Zeit ein bisschen. Dann bitte. Ja, my name is Edel Hauenberg. This is from Wilf, Norway. I think it's a huge problem that the EU countries are exploiting and military controlling the resources of their former colonies and in cooperation with corrupt elites, not democratic. Another problem, I think, is that EU countries are giving development aid on conditions that they can buy weapons from EU countries. And I think the main policy change must be to stop military production and trade, also disarmament. And I think that very few do take it up. Dankeschön. Ja. Ich denke, da hat Heidi vorhin schon mal einiges zugesagt. Hier ist noch eine Wortmeldung, bitteschön. Also eigentlich kann ich so reden. Nee. Wegen der Übersetzungen ist es wichtig zu übersetzen. Okay, also ich versuche es kurz zu machen. Ich denke immer bei solchen Sachen, ach so, ich muss doch anders anfangen. Ich bin ja die Generation, die Ostermärsche mitgemacht hat. Ich kenne sehr viele, die haben vor der Gedächtniskirche gestanden. Ist auch alles Historie, Frau Meinzel, ja? Und die Ostermärsche sind am Aussterben. Und also wir sind uns ja in den Forderungen alle einig. Ich sehe bloß... Ja, also die hier sind, sorry, die hier sind. Ich bin ja immer fürs Konkrete, sorry, ich bin fürs Konkrete. Ich habe gerade an meinem Tisch erzählt, ganz kurz, ich wohne mit 22 Mietparteien zusammen. Ich war jahrelang die mit dem Ökotick. Seitdem ich nämlich pensioniert bin, mache ich bei Greenpeace mit. Nach Fukushima... das ist jetzt 3 Jahre her, kamen 3 Familien zu mir. Du hast doch atomstromfreien Anbieter. Das ist mal ein bisschen anders als unser Thema heute, passt aber total in die Richtung. Und die haben dann gewechselt zu Greenpeace Energy oder Lichtblick. Ich will hier keine Reklame machen. 100,
150.000 waren auf der Anti-Demo, also ich sage jetzt noch was gegen Muss Demos. Muss ich bitten, trotzdem sich kurz zu fassen. Das ist das Letzte, verspreche ich jetzt mal. 150.000 waren in Berlin zur Anti-Atom-Demo. Nicht mal 70.000 haben atomstromfreien Anbieter. Ich will wirklich keine Reklame machen. Ich denke immer, ich kann doch die Regierung nicht ändern. Ich kann Grün wählen, ja, ich kann Ska Keller wählen, aber ich kann doch nicht mich in Bonn anketten lassen. Sorry, Berlin. Bonn okay. War noch meine aktive Friedenszeit. Ja? Okay, willst du da was noch zu sagen oder Ska? Okay, ich habe, wenn keine weiteren Fragen aus dem Publikum sind, habe ich noch eine Frage, weil die... Okay. Barbara. Es ist mehr ein Statement als eine Frage. Okay, es ist mehr ein Statement als eine Frage. Ich bin grüne Europaabgeordnete Barbara Lochbillon, Mitglied der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit. Die Heidi Meinsold hatte in ihrem Vortrag ja auf hingewiesen, dass die Europäische Union aus Norwegen, liebe Edel, den Friedensnobelpreis bekommen hat. Und dann stellt sich natürlich schon die Frage, hat die EU den verdient? Ich persönlich meine, wenn man das bezieht auf, dass wir innerhalb der EU nicht mehr gegeneinander kämpfen. In dem Punkt, finde ich, hat sie ihn verdient. Sie hat ihn aber nicht verdient, wie sie mit den Auswirkungen von Krieg umgeht. Das wird die Ska Keller referieren, Flüchtlinge wollen wir nicht. Und, hat eben die Heidi ja auch gesagt, wir exportieren von der EU enorm viel Waffen und fordern das ja auch. Förderndes in dem Sinn, dass also die EU sehr viel Geld ausgibt für Hochtechnologieforschung, die man zur Flüchtlingsabwehr nutzen kann, aber auch zur Bekämpfung. Und da ist es schwierig, also ich bin jetzt nicht in dem Ausschuss, aber nicht nur deshalb, innerhalb der EU eine Politik mehrheitlich zu machen, die dem entgegensteht. Und ja, da vermissen wir den Druck der Zivilgesellschaft in Europa, die das einfordert. Wir haben zum Beispiel im Vergleich zu Deutschland auf EU-Ebene ganz lasche Waffenexportregeln. Und vielleicht, dass es nicht alles so negativ ist, aber ich denke, vielleicht kann ich es verbinden mit einem Appell, auch hier sollte sich Friedensbewegung und Zivilgesellschaft durchaus auf die EU und auf Führungspersönlichkeiten wie die Kommission beziehen und das einfordern. Den Druck sehe ich da nicht, der wäre ich gar nicht lobbyiert, dass das so sein sollte. Ich wollte aber noch auf eines hinweisen, wo das Europäische Parlament eigentlich einen positiven Schritt gemacht hat. Heidi hat auch darauf hingewiesen, dass die Kriege ja jetzt nicht nur mit Panzern geführt werden, sondern zum Beispiel auch mit bewaffneten Drohnen. Und die EU fördert mit ganz viel Geld die Entwicklung der Drohnen für Ziviles, aber auch für die Bewaffneten. Und Frankreich und Großbritannien haben ein eigenes Programm aufgelegt, dass man auch eben verstärkt bewaffnete Drohnen einsetzen kann. In Deutschland im Koalitionsvertrag der jetzigen Regierung steht es ein bisschen ziviler drin, dass man das nur machen kann, wenn man sich aufs Völkerrecht bezieht. Aber hier haben wir doch mal, obwohl es eine konservative Mehrheit im Europaparlament gibt, einen Erfolg gehabt. Wir Grüne, dass wir gesagt haben, die Europäische Union und die Mitgliedstaaten dürfen keine bewaffneten Drohnen einsetzen, solange es nicht geklärt ist, dass es sich an internationales Völkerrecht handelt. Weil wir haben ja die Situation, dass die USA sich außerhalb des Rechts stellt und diese Drohnen einsetzt, weil sie davon ausgeht, dass die USA mit allen, überall, immer auf der Welt sich in einem Krieg befindet mit den Terroristen. Und das ist eigentlich völliger Widerspruch zur EU-Völkerrechtsverfassung. Entschuldigung, wenn das jetzt ein bisschen länger war. Ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass es für uns als Abgeordnete, die wir fortschrittlich sind im Europaparlament, wichtig ist, auch Druck auf diese europäische Ebene zu bekommen, dass sie mehr macht für Abrüstung. Danke. Dankeschön, Barbara. Das geht dann ja auch schon in, was sind Strategien, was wollen wir von der EU fordern. Jetzt gibt es noch eine Wortmeldung, bitte kurz sich zu fassen. Yes, I will. Thank you very much, Heidi, for your presentation. My name is Emma, I'm also with Wolf International. My question is maybe for both of you, and it kind of links to what was just said. I want to know what we can do as citizens of the EU, as civil society, in practical terms, to push our EU politicians to working for a real peaceful Europe. So practical advice on points of advocacy or activism, what can we do?
Thanks. Dankeschön für die Frage. Ich würde die jetzt gerne noch ein bisschen erweitern, Heidi, weil bisher war ja das, was wir jetzt über die EU dargestellt haben, bezogen auf Friedenspolitik, doch sehr ja, eigentlich von Kriegsperspektiven bestimmt, die auch durch die EU nochmal in die Welt getragen werden. Es gibt aber ja auch einen anderen Aspekt, gerade unter diesem wiederum geschlechter- und frauenpolitischen Perspektiven, wo die EU durchaus, das wurde gestern gesagt, aber das ist ja auch in diesem Bereich so, doch ein paar Fortschritte gemacht hat. Und die Frage ist da, wie siehst du das, Heidi, auch in Bezug auf die Umsetzung der UN-Resolution zu Frauen, Frieden, Sicherheit? Wie bewertest du da die Politik der EU? Also, man kann auf jeden Fall mal sagen, dass die EU vor Deutschland einen Umsetzungsplan für die Resolution 1325 hatte. Und Resolution 1325 und die Nachfolgeresolutionen zum Schutz von Frauen vor Gewalt, zur Beteiligung von Frauen an Konfliktlösung ist natürlich ein ganz wichtiger Ansatz, der speziell auch zivilgesellschaftlich auf der EU-Ebene vertreten wird. Zum Beispiel spielt EPLO, das European Peace Liaison Office, schon eine sehr aktive Rolle, die Frage sowohl Frühwarnindikatoren als auch überhaupt Indikatoren aufzustellen, die für die Beteiligung von Frauen an Konfliktlösungen wichtig sind und für den Schutz von Frauen. Ist da einiges Positives passiert, was also auch in Einfluss hatte auf die EU-Mitgliedsländer und auch auf die Diskussion in Deutschland zu diese Umsetzungspunkte für die Resolution, für die Erstellung des nationalen Aktionsplans zum Beispiel auch bei uns. Was noch eine, denke ich, ganz wichtige zivilgesellschaftliche Forderung immer wieder ist, die Frage des Umbaus dieser Rüstungsagentur, das möchte ich auch nur noch mal kurz anreißen. Da gab es schon bei den letzten Europawahlen aus dem Bereich der Friedensbewegung, auch in Europa, immer wieder diese Vorschläge, daraus eine European Peace Building Abteilung zu entwickeln, oder eine statt Rüstungsagentur, die als Abrüstungsagentur umzubauen, denke ich, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, den man auch als Zivilgesellschaft immer wieder einfordern muss. Was sich natürlich, und deswegen habe ich das vorher nochmal dargestellt, was immer ganz schnell an die Grenzen der wirtschaftlichen Interessenpolitik geht, weil man auch bei uns und überall in den Ländern immer wieder dieses Arbeitsplatzargument in den Vordergrund schiebt. Und das ist natürlich als solches in meinen Augen nicht zulässig. Ausbildung auch europäischer ziviler Friedensdienst, da war die EU schon mal relativ weit, wobei man immer wieder gesagt hat, naja, da holen wir uns Expertise von den Deutschen, wenn man sich, weil bei uns ja die Ausbildung zum zivilen Friedensdienst zumindest relativ weit vorangeschritten war und Ausbildungsmodule da waren, aber die Diskussion ist leider sehr still geworden. Unter anderem auch, weil jetzt in der Situation in Deutschland der zivile Friedensdienst fast marginalisiert wurde und auch keine Finanzen mehr oder weniger Finanzen dafür eingesetzt werden. Okay, mit Blick auf die Zeit müssen wir es erstmal hierbei belassen.
und in die nächste Runde gehen und genauer hingucken. Ich denke, zum Schluss kommen wir dann nochmal auf vielleicht auch strategische gemeinsame Aktivitäten. Ich würde gerne von der Friedens- zur Flüchtlingspolitik der EU überleiten. Und zunächst, jetzt gucke ich gerade, hat es funktioniert? Ja, weil es war die ganze Zeit eine wackelige Angelegenheit. Begrüße ich jetzt Dr. Ulrike Krause per Skype. Ich hoffe, wir sehen und hören Sie dann auch gleich. Sie wird sprechen zur Situation von Frauen in Flüchtlingslagern nach kriegsbedingter Gewalt, am Beispiel Uganda. Und sie sitzt eben auch gerade in Uganda und deshalb ist die Leitung etwas wackelig. Ulrike Krause ist seit September 2013 wissenschaftliche Mitarbeiterin in einem DSF-geförderten Projekt Genderbeziehungen im begrenzten Raum, Bedingungen, Ausmaß und Formen von sexueller Gewalt an Frauen in kriegsbedingten Flüchtlingslagern, in diesem Fall in Flüchtlingssiedlungen, vor allen Dingen in Uganda. Die sind da eben Siedlungen, keine Lager. Und es findet statt am Zentrum für Konfliktforschung der Universität Marburg. Weiteres über Ihre eigenen biografischen Angaben finden Sie wieder in den Unterlagen. Ich würde gerne gleich Ulrike selber sprechen lassen. Sie sehen sie jetzt nicht, sondern Sie sehen die Anfänge Ihrer PowerPoint-Präsentation. Das ist für Sie vielleicht auch hilfreich. Hallo Ulrike Krause, hören Sie mich? Ja, ich höre das ganz prima. Ich höre alle ganz prima und habe auch teilweise die Diskussion schon mit nachverfolgt, mitverfolgt. Ich hoffe, dass die Verbindung standhält. Wir hatten eben einige Probleme, dass es schon einige Male zusammengebrochen ist. In Uganda ist es leider wirklich noch so, dass Technik mit Natur in Verbindung steht. Hier hat es angefangen zu regnen, deswegen ist das Internet schlechter. Aber ich hoffe, es funktioniert. Hören Sie mich denn einigermaßen? Ja, wir hören Sie jetzt hier ganz wunderbar. Prima. Dann bitte. Sehr gut. Als allererstes möchte ich mich ganz recht herzlich bedanken, dass die Zuschaltung klappt, dass ich über das Thema sprechen darf, was mir doch sehr am Herzen liegt oder uns auch am Zentrum für Konfliktforschung. Ich hoffe, Sie sehen die Präsentation vor sich. Ist das so? Es ist so, ja. Prima. Dann würde ich jetzt bitten, auf die nächste Folie oder auf die nächste, ja, die nächste Folie zu schalten. Ich würde heute gerne in vier Punkten sprechen. Und zwar als allererstes ganz, ganz kurz das Forschungsprojekt nochmal vorstellen, was von der Deutschen Stiftung Friedensforschung gefördert wird. Situation von Frauen vor und nach der Flucht mit Fokus auf unsere Fallstudie. Im Anschluss auf die Herausforderungen, insbesondere für Frauen eingehen und letztlich auf die Bedarfe. So, die nächste Folie. So wird das Ganze aufgebaut sein und dann gehen wir auch gleich mit dem nächsten Klick zur ersten Folie. Zum ersten Punkt, meine ich. Und nochmal eins weiter zum Projekt. Ich hoffe, das sehen Sie jetzt vor sich. Das Forschungsprojekt bezieht sich auf die Genderbeziehung im begrenzten Raum mit den Bedingungen, dem Ausmaß und den Formen von sexueller Gewalt an Frauen in kriegsbedingten Flüchtlingslagern. Und dieser Titel, obwohl er sehr lang ist, enthält eigentlich die ganzen Eckpunkte, auf die wir uns konzentrieren. Wir untersuchen die sexuelle Gewalt, die steht im Mittelpunkt. Da möchten wir verstehen, warum sie stattfindet, wie oft sie stattfindet und in welchen Formen sie stattfindet. Das steht im Mittelpunkt. Was wichtig ist, ist, dass durch die Flucht ja die Frauen bzw. die Menschen ihre traditionellen Verhältnisse, Geschlechterverhältnisse verlassen und dann in einem Raum leben, der ihnen grundsätzlich erstmal fremd ist, in dem sie bedingten Zugang zu ihren Rechten haben, weswegen wir den Raum als der Flüchtlingslager als begrenzt ansehen. Jetzt bitte auf die nächste Folie. Dabei sind wir von verschiedenen Ausgangspunkten ausgegangen, auch wenn das doppelt ist. Zum einen wissen wir, dass die sexuelle und geschlechterbasierte Gewalt gegen Frauen als Kriegswaffe in Konflikten durchgeführt wird. Wir sehen aber auch international eine Zunahme der Zwangsmigration, insbesondere durch gewaltsame Konflikte im globalen Süden, die wiederum in Langzeitsituationen in Lagern enden. Die Langzeitsituationen sind durchschnittlich momentan auf 20 Jahre geschätzt. Das heißt, Flüchtlinge müssen in Lagern mit
schlechten Zugang zu Ressourcen, schlechten Zugang zu Dienstleistungen für 20 Jahre oder länger leben. Wenn wir jetzt auf den nochmal klicken, gibt es es gibt Studien und Praxisberichte, die aber zeigen, dass erstens Frauen insbesondere unter gewaltsamen Übergriffen in Flüchtlingslagern leiden, nochmal klicken, dass Männer das Lagerleben häufig als Degradierung erfahren, das insbesondere deswegen, weil sie nicht mehr ihre traditionelle Rolle haben. Sie sind nicht mehr der Head of Household, also sie leiten nicht mehr die Familie, treffen nicht mehr die Entscheidung, weil häufig die Organisationen die Entscheidung treffen. Und noch einmal klicken bitte. Und dass die Gewaltübergriffe der sexuellen und geschlechterbasierten Gewalt, aber auch andere Gewaltformen stattfinden, obwohl Organisationen Maßnahmen umsetzen, Frauen zu fördern und zu schützen und so weiter und so fort. Bitte noch einmal klicken, sodass wir letztendlich davon ausgehen, dass wir ein geschlechterspezifisches Gewaltkontinuum haben in dem Nexus von Konflikt und Flucht. Bitte noch einmal auf die nächste Folie. In dem Forschungsprojekt gehen wir so voran, dass es eine grundsätzlich explorative Studie ist. Wir wollen also nicht eine Theorie testen, sondern wollen das Themenfeld verstehen. Mit einem oder durch einen interdisziplinären Theorieansatz und einem Mehrmethodenansatz. Also wir arbeiten quantitativ wie auch qualitativ. Einige Ergebnisse oder erste Ergebnisse, die ich habe, werde ich auch präsentieren. Wir haben eine Fallstudie in Uganda, weswegen ich auch gerade hier in Uganda bin. Wenn wir jetzt auf die nächste Folie gehen, ganz kurz zu Uganda, seit den 60er Jahren, im Prinzip seitdem Uganda nicht mehr unter der britischen Kolonie oder als britische Kolonie ist, haben wir Flüchtlinge im Land. Und es gibt auch Flüchtlinge, die tatsächlich seit 1965 in Uganda sind. Ich habe mit zweien reden können die Woche. Die meisten Flüchtlinge sind aus Nachbarstaaten. Wir haben dieses Jahr einen extremen Anstieg und ein neues Hoch erreicht, insbesondere durch den Konflikt im Südsudan. In Uganda gibt es Langzeitsituationen in mehreren Siedlungen, das heißt, mehrere Siedlungen bestehen seit mehreren Jahrzehnten. Was besonders in Uganda ist, ist, dass wir keine Lagerstrukturen im eigentlichen Sinne haben, sondern Siedlungsstrukturen. Das heißt, dass die Menschen nicht in Zelten leben und die Zelte nebeneinander quasi aufgereiht sind, sondern dass es dorfähnliche Strukturen sind, Menschen im landwirtschaftlichen Bereich arbeiten können und andere Möglichkeiten haben, sich zu entfalten. Wie gut das funktioniert, kann man natürlich immer hinterfragen. Ein Aspekt, der noch hinsichtlich Ugandas zu erwähnen ist, ist, dass die ehemals sehr, sehr restriktive Flüchtlingspolitik und auch der Refugee Act 64 2009 revidiert wurde und eine neue Flüchtlingspolicy erstellt wurde. Wenn wir jetzt noch einmal auf die nächste Folie klicken, unsere Fallstudie bezieht sich auf Chaka. Das ist eine Flüchtlingssiedlung, die 1983 etabliert wurde, eine Kapazität von ungefähr 17.000 Flüchtlingen hat, was auf einer Fläche von 84 Quadratkilometer, Entschuldigung, aufgebaut ist. Das heißt, es gibt mehrere sogenannte Zonen mit 28 Dörfern, in denen die Flüchtlinge leben, unabhängig ihrer Ethnizität leben, also welcher Gemeinde sie sich selbst zugehörig fühlen. Was an Chaka ganz besonders ist, dass die Mehrheit der Flüchtlinge aus dem Kongo sind. Es gibt auch einige Ruanda, aber hauptsächlich aus Kongo. Und bitte noch einmal klicken. So viel zum Forschungsprojekt. Ich würde jetzt gerne weitergehen und nochmal klicken zur Situation von Frauen vor und nach der Flucht. Eigentlich ist es eine Dreiteilung, vor, während und nach der Flucht. Und noch einmal klicken bitte. Wenn man sich den Kontext von Frauen im Konflikt im Kongo anguckt, muss man auf der einen Seite oder als allererstes anschauen, wie lange diese gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Gruppen schon stattfinden. Die sexuelle und geschlechterbasierte Gewalt im Kongo wird definitiv als Kriegswaffe angesehen. Es gibt verschiedene Rebellengruppen, die Gewalt unterschiedlich wiederum ansehen. Darauf würde ich aber gerne nicht eingehen, sondern eher So, jetzt sieht es ja, für mich, die, klingt es für mich so, als die Verbindung ist leider zusammengebrochen. Okay.
Aber wir bleiben einfach jetzt dran, warten kurz. Wir versuchen neu Anruf. Da ist er wieder. Oh, wie lange war ich denn jetzt abgebrochen? Oder nicht da? Folie Frauen im Konflikt in DR Kongo. Einfach da nochmal anfangen. Super, perfekt, da bin ich nämlich auch. Wir haben Sie gehört, noch, was Sie gesagt haben, Sie wollten jetzt auf die Frage von sexualisierter Gewalt als Kriegswaffe nicht weiter eingehen. Genau, dass ich da lieber, Dankeschön, perfekt, dass ich da lieber allgemein bleibe. Wir haben nichtsdestotrotz, ist zu erwähnen, dass im Kongo die gesamte Bandbreite an SGBV nachvollziehbar ist. Die Verstümmelung hat in den letzten Jahren ein ganz hohes Maß erreicht, woran auch viele gestorben sind, insbesondere Körperteile oder Glieder im Gesicht, also die Lippen, häufig die Nase werden abgeschnitten, war im Prinzip dann wiederum eine Verletzung nicht nur der einzelnen Person, sondern der gesamten Gemeinde oder der Tribes, zu denen die Personen gehören, zur Verletzung umgesetzt wird, stattfindet. Wenn wir jetzt noch einmal klicken, sehen wir, dass die Gewalt an Frauen im Kongo kultureller Ebene, auf physischer Ebene, auf kultureller wie auch auf psychischer Ebene stattfindet. Und wenn wir noch einmal klicken, sehen wir, dass die Flucht aus dem Kongo umgesetzt wird, um nach Sicherheit und Schutz zu suchen. Dass die Flucht aber auch stattfindet, wenn oder während viele oder die meisten Personen hochtraumatisiert sind. Sie müssen ohne jeglichen Besitz gehen. Sie werden von Familien und Gemeindemitgliedern getrennt, die eigentlich auch einen schützenden Raum, einen schützenden Rahmen für die einzelnen Personen geben. Wenn wir jetzt auf die nächste Folie gehen, sehen wir Frauen im Konflikt, auf der Flucht, Entschuldigung bitte. Frauen auf der Flucht ist ein Thema, was bei meinen Interviews häufiger von den Interviewpartnerinnen und den Teilnehmerinnen von Focus Group Discussions thematisiert wurde, als die Konfliktgewalt im Kongo an sich. Auf der Flucht ist es so, oder die Flucht an sich ist, dauert mehrere Tage bis zu Wochen. Während der Flucht sind die Personen nicht geschützt. Entweder laufen sie in Gruppen oder aber auch in größeren oder aber auch in kleineren Gruppen. Sie sind vielfältigen Gefahren ausgeliefert. Neben der tatsächlichen Gewalt sind es Krankheiten. Sie haben keine Unterkunft, sie haben keinen Zugang zu Wasser, zu Nahrung und so weiter. Sodass auf der Flucht an sich nochmal sehr viele Herausforderungen stattfinden. Auf der Flucht ist aber auch ein hohes Maß an Gewalt nachvollziehbar. Und drei Beispiele würde ich hier gerne geben. Eine Interviewpartnerin aus dem Kongo ist mit ihrer Familie geflohen. Und es waren drei Kinder und zwei Enkelkinder. Eines der Kinder ist sein Sohn gewesen und er wurde verschleppt. Und sie weiß bis heute nicht, ob er noch lebt oder ob er mittlerweile bei den Rebellen rekrutiert wurde und so weiter. Ein anderes Beispiel war auch eine verwitwete Frau, die mit Familienmitgliedern geflohen ist. Und da war es so, dass es zwei Schwestern waren und eine Nichte. Und eine der beiden Schwestern, die auch die Mutter der Nichte war, wurde hingerichtet auf einer Art, die ich vorher noch nie gehört habe. Was auch, was der letzte Punkt war, Vergewaltigungen haben relativ viele Frauen berichtet. Hier ist eine ganz interessante Wendung, aber zu sehen, dass es nicht nur die Rebellen sind, die vergewaltigen, sondern auch andere Flüchtlinge, die fliehen. Wie das zu verstehen ist, muss ich dann im Kontext sehen, mit allen Resultaten zusammen. Wenn wir jetzt auf die nächste Folie gehen, Frauen in Chaka, muss man eigentlich den Gesamtkomplex wieder verstehen. Frauen sind vor Gewalt Da ist sie wieder weg, ne? Ja. Okay, neuer Aufbau. Die Zeit nehmen wir uns doch. Und wenn es nicht klappt, lesen wir sehr schön.
Bitte? Einfach, ja, wir sind wieder da. Oh, ich war schon wieder weg. Entschuldigung. Also, sorry. Ich drücke ganz fest die Daumen, dass es jetzt funktioniert oder hält. Also die Statusdeterminierung kann sehr lange dauern, was natürlich einen extremen psychischen Druck auf die Personen ausübt, weil sie nicht wissen, ob sie deportiert werden, ob sie zurück in diesen Gewaltkontext geschickt werden. Dann gibt es einen sehr limitierten Zugang zu Ressourcen und Dienstleistungen. Es gibt Gesundheitszentren oder ein Krankenhaus, es gibt verschiedene Schulen, Primärbildung und Sekundärbildung, es gibt Möglichkeiten der Arbeit, doch das ist alles sehr, sehr limitiert. Im Prinzip Möglichkeiten der Entfaltung, der persönlichen, beruflichen Entfaltung, wieder ein relativ normales Leben zu haben, ist sehr begrenzt. Daneben haben Frauen eine doppelte Rolle im Flüchtlingskontext. Sie werden auf der einen Seite als besonders vulnerabel eingestuft, insbesondere verwitwete Frauen mit Kindern, was zwar richtig ist und sie auch entsprechend gefördert werden, aber der Counterpart der Männer wird ganz oft außer Acht gelassen. Das heißt, die Männer, die aus patrilinearen Gesellschaften, die gelingen, da ist sie wieder weg. Und ich denke auch mit Blick auf die Zeit, wir gucken uns die Folie noch an, weil es doch auch uns viel Zeit nimmt. Was ich weiß, was sie mir vorher auch schon am Telefon berichtet hat, ist eben, und das hat sie ja auch kurz, jetzt ist sie wieder da. Ja, ich bin wieder da. Ich habe gemerkt, ich bin gerade schon wieder zusammengebrochen. Also ja, genau, nicht, deshalb haben wir gerade überlegt, ob wir irgendwie, weil es doch viel Zeit in Anspruch nimmt und uns hier ein bisschen die Zeit wegläuft, ob wir versuchen, Ihre Folien einfach, wir haben ja auch vorher schon drüber geredet, nochmal so zu verstehen, mit allen Unvollkommenheiten, die natürlich das auch mit sich bringt, aber also nicht nochmal zu versuchen, wenn jetzt wieder alles weg ist, das neu aufzubauen. Ja, jetzt sind Sie ja da, deshalb denke ich, können Sie Ihre Folien auch selber nochmal weiter erklären, aber wenn Sie dann nochmal weg sein sollten, dann würde ich sagen, kappen wir tatsächlich die Verbindung endgültig, weil das eben viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber erstmal auf jeden Fall schon mal vielen herzlichen Dank bis dahin und ich hoffe, Sie bleiben einfach dabei, es klappt weiter. Okay. Sie ist jetzt so, wieder weg. Sie ist schon weg. Wir machen jetzt hier weiter, ich schreibe ihr das. Ja, okay, gut, so machen wir es dann, danke. Naja, davon gehen wir aus, das haben wir ja auch erlebt, dieses Hin und Her klappt, ja. Sie hat mir dargestellt, dass eben, das hat sie auch vorher kurz erwähnt, dass das, die Frauen immer als vulnerabel dargestellt werden, dass das aber auch, und die Frauen erfahren dann eine besondere Art der Unterstützung oder auch, sie gelten ja auch immer als besonders schutzwürdig, das wird überall rausgestellt und das ist ja auch richtig, dass aber das auch Wirkungen auf die Männer hat und die Männer selber ja auch genauso beschäftigungslos in vielem sind, mit der Situation schlecht umgehen und diese spezifischen psychischen auch Traumatisierungen nicht angemessen berücksichtigt werden. Und das heißt also, die Programme, sie stellt da ja auch dar, es gibt Hilfsorganisationen und Hilfsstrukturen, aber die gehen oft genau auf die spezifischen Bedürfnisse der Männer in dieser Weise auch, was das deutet auf ihre Geschlechterbeziehungen hin, nicht ein. Und es führt wiederum zu Gewalt der Männer gegen die Frauen. Also insofern haben wir immer neue Gewaltspiralen und die zu unterbrechen oder wie kann man die ändern, das ist ja auch eine Herausforderung, auch dann nochmal für uns darüber zu sprechen. Machst du die Folie einfach bitte weiter? Das wäre dann, ja genau, sie hat nämlich dann nochmal aufgeschrieben, auch was sie als Herausforderungen auch im internationalen Kontext darstellt, beziehungsweise sie hat eine ganze Menge Fragen gestellt und deshalb müsste die Folie jetzt genauer dargestellt, also sichtbarer zu lesen sein, weil so kann ich nichts lesen. Und ich konnte das auch nicht ausdrücken. Ja genau, also sie sagt, es muss was passieren bezogen auf die Situation in den Flüchtlingslagern, in den Siedlungen,
Es gibt nur eine sehr limitierte Hilfe bei der Bewältigung von Traumatisierungen. Das Problem kennen wir ja von hier genauso. Das wird oft gar nicht in ausreichendem Maße darauf eingegangen. Es gibt auch und gerade für die Frauen wiederum auch gegen die dortige Gewalt in den Lagern, in den Siedlungen nur sehr wenig Schutz vor Gewalt. Das heißt, da muss dringend was an Lösungen weiterentwickelt werden und bessere Lebensgrundlagen und Perspektiven für sie auch mit mehr Möglichkeiten auch der Kommunikation entwickelt werden. Was sie auch mir im Telefongespräch gesagt hat, es gibt eine ganz starke Kritik auch an Hilfsorganisationen, internationalen Gemeinschaften, dass die Geld geben immer für die Menschen, zum Beispiel aus Deutschland oder anderen EU-Ländern, die dorthin gehen und versuchen, da Unterstützung zu leisten. Und das ist einerseits, hat sie das auch als sehr verdienstvoll natürlich dargestellt, aber auf der anderen Seite wird viel zu wenig eruiert, was brauchen die Menschen wirklich und wie können die Menschen selber viel mehr mitreden, viel mehr beteiligt werden und viel mehr ihr Leben wieder in die Hand nehmen und nicht auch von dieser Art von Betreuung quasi von extern wieder abhängig sein. Machst du weiter nochmal? Ja, sie fragt dann, wer entscheidet über notwendige Maßnahmen auf lokaler Ebene? Das ist eben eigentlich, sind es die Hilfsorganisationen, das heißt die externen Geber, Geberländer. Wie kann im Konflikt und im Lager entkoppelt werden, die ganzen Hilfsangebote, wie kann die Hilfe mit weniger Abhängigkeiten realisiert werden und wie kann die Nord-Süd und das heißt auch Süd-Nord-Kooperation verbessert werden. So gleichzeitig stellt sie in Frage, hat das Flüchtlingskonzept, das ist ja eigentlich schon eine Frage an Ska Keller auch, vor den globalen Entwicklungen Bestand, besteht eine internationale Schutzverantwortung, wie kann das Sicherheitsparadigma zu Flüchtlingen angepasst werden? Ska Keller, das sind schon eigentlich am liebsten, oder ich würde gerne gleich weitergeben an dich, auch mit diesen Fragen. Vielleicht kannst du in dem Kontext, was macht das Europaparlament, was für macht ihr Grünen, gerade auch mit Blick auf die geschlechterspezifischen Fluchtaspekte und dann können wir nochmal gemeinsam über, was können wir an strategischen Forderungen entwickeln insgesamt. Nochmal darauf würde ich dich bitten einzugehen. Außerdem ist mir noch aufgefallen, alleine bei der Darstellung der Flucht von den umliegenden Ländern nach Uganda und die Hunderttausende von Menschen, die dort in Lagern leben. Das heißt, Uganda musste die alle aufnehmen. Und wenn ich mir dann überlege, wie Deutschland oder wie die Europäische Union im Vergleich jammert, welche Flüchtlinge sie aufnehmen muss, ja, wie viele Asylbewerber und Bewerberinnen es gibt, dann ist es eigentlich für das reiche Europa insgesamt nur beschämend. Bitte, Ska Keller. Ja, danke, Gitschi. Wir haben jetzt 15 Minuten Zeit für die europäische Flüchtlingspolitik. Entschuldigung, wenn ich das dann nicht in aller Breite abdecken kann, aber ich gebe mir Mühe, zumindest anzudeuten, was wo passiert. Zwei Sachen möchte ich auch noch vorneweg sagen, weil vorhin ist hier angeklungen, ist die EU exportiert Waffen, die EU treibt Krieg, die EU schiebt Flüchtlinge ab. Wir sollten nicht vergessen, die EU ist nicht irgendwas Abstraktes, was da irgendwo so ein Raumschiff rumschrieb. Die EU ist das, was Mitgliedstaaten und parlamentarische Mehrheiten daraus machen. Gerade im Flüchtlingsbereich ist es sehr, sehr wichtig. Da ist immer auch so EU, irgendwie so Frontex, irgendwie das Sinnbild des Bösen. Nett mit so Symbolen, aber letztendlich sind es die Mitgliedstaaten, die da richtig reinhauen, vor allem Deutschland. Und wir müssen aber auch sagen, wir haben eine parlamentarische Mehrheit, das können Sie ja alle ändern am 25. Mai, aber momentan haben wir eben noch eine parlamentarische Mehrheit, die eben ganz klar sagt, dass sie nicht mehr Flüchtlinge haben will. Da spielt das eben rein, das ist also keine komische, irgendwie geartete Macht, da kann man nichts ändern, sondern das ist halt politischer Prozess wie Bundesregierung. Auch die kann sich ja eventuell mal ändern. So, zweiter Punkt, der mir wichtig ist zu sagen, wir reden ja über Flüchtlinge im Kontext von Fluchtursache Krieg. Krieg ist natürlich eine unglaublich wichtige Fluchtursache, aber es gibt auch noch eine ganze Reihe anderer Fluchtursachen, die ich auch kurz ansprechen will, weil auch da können
sowohl die Europäische Union als auch die Mitgliedstaaten eine ganze Reihe könnten zumindest was dagegen tun. Erwähnt sei nur die Landwirtschaftspolitik, die ja gerade dazu führt, dass wir anderswo die landwirtschaftlichen Märkte, die Produktionsstandorte kaputt machen mit unseren Billigexporten, oder die Handelspolitik, die eben gerade dafür sorgt, dass eben vor allem Rohstoffe importiert werden in die EU und arme Länder noch ärmer werden, um es ganz grob zu sagen, eine Fischereipolitik, die wir jetzt zwar wo wir eine gute Reform hinbekommen haben, aber die zumindest in der Vergangenheit immer dazu geführt hat, dass Fischtrawler aus der EU, aus Spanien, anderen EU-Mitgliedstaaten die Küsten weggefischt, leer gefischt haben, und dann hat man sich gewundert, warum die Fischer dann auf einmal arbeitslos waren. All solche Sachen, das sind auch, oder Klimawandel kam auch schon natürlich an, den ja, die Industriestaaten hauptsächlich verursacht haben. Also da ist eine ganze Reihe an Fluchtursachen noch anderswo zu finden. Und es ist wichtig, auf alle diese zu achten. Und gerade bei Krieg und Klimawandel ist es halt meistens so, dass die Flüchtlinge eben, oder selten überhaupt, ist es natürlich so, dass die Flüchtlinge sich selten auf dem Weg Richtung Europa machen, sondern die allermeisten Flüchtlinge bleiben ja in ihrem eigenen Land, heißen deswegen ja nicht Flüchtlinge, sondern intern Vertriebene, binnenvertriebene Personen, oder sie gehen in Nachbarländer, deswegen haben wir die Flucht-Hotspots, ja weiß Gott, nicht in Europa, sondern in Pakistan, um Syrien herum. Syrien war früher ein Flüchtlings-Hotspot, jetzt sind es die Nachbarländer von Syrien, also das breitet sich anderswo aus. Nach Europa, nicht EU, sondern Europa, kommen laut UNHCR nur ungefähr 9% der weltweit Flüchtlinge, also das sind dann nicht die Binnenvertriebenen, sondern nur Flüchtlinge und Fluchtähnliche. Genau, also Fluchtursache ist das eine, wo die Europäische Union und die Mitgliedstaaten halt sehr viel mehr tun könnten, auch bei Waffenexporten natürlich, auch die Komponenten für das syrische Giftgas, die übrigens aus Deutschland kamen, nicht aus der EU, da kann man überall was reingehen und was machen. Dann hört es aber nicht bei den Fluchtursachen auf, sondern Flüchtlinge wird es vermutlich immer geben, auf absehbare Zeit zumindest. Und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben sich der Genfer Konvention verpflichtet von 1951, die entstanden ist aus der Kriegs- und Fluchterfahrung innerhalb Europas und die Menschen eben Schutz vor Verfolgung garantieren sollen. Deswegen haben wir auch in der Europäischen Union ein Asylsystem, was auch gerade reformiert worden ist, was Mindeststandards garantieren soll für die Aufnahme von Flüchtlingen, auch die Frage, wer Flüchtlinge sind, wer Asyl bekommt also, für Verfahrensstandards. Leider sind diese Standards, wie gesagt, Mindeststandards, und sie sind auch noch relativ schlechte Mindeststandards. Und da auch selbst da, wo die Standards gut sind, werden sie eben, sagen wir mal, nicht ausreichend umgesetzt von den Mitgliedstaaten. Da haben wir also ganz große Probleme. Wir sind sehr stolz darauf als Grüne, dass wir zumindest bei der Frage, wer bekommt eigentlich Asyl, auch die Verfolgung aufgrund des Geschlechts und aufgrund der sexuellen Orientierung haben durchsetzen können. Das ist also sehr wichtig. In Deutschland gibt es das ja schon ein paar Jahre, aber mittlerweile ist es eben seit der letzten Reform auch europaweiter Standard. Und da hoffen wir, dass sich die Europäische Kommission besonders darum bemüht, dass dieses auch rechtzeitig und umfassend umgesetzt wird in den Mitgliedstaaten. Das Asylsystem der Europäischen Union hat allerdings viele Probleme, wie gesagt, sind Mindeststandards, sehr niedrige Mindeststandards, die werden nicht richtig umgesetzt. Wir alle kennen Geschichten aus Griechenland, wo Flüchtlinge in Gefängnisse gesteckt werden, oder in Italien, wo Flüchtlinge zwar nicht in Gefängnissen landen, aber eben auf der Straße, weil es keine Unterstützung gibt. Es gibt, ich reise viel durch Europa und besuche auch mal wieder Abschiebegefängnisse, die wirklich, also ne, auch für Normalgefangene, normal sozusagen Kriminelle unzumutbar wären, aber Flüchtlinge haben ja nichts verbrochen, das sind ja keine Kriminellen, sind vielleicht irregulär eingereist, aber es ist kein Verbrechen. Und da gibt es wirklich unhaltbare Zustände. Wir haben auch noch das Problem, dass es keine Möglichkeit gibt, legal dieses Asyl zu suchen. Es gibt keine Möglichkeit, legal in die EU reinzureisen zum Zwecke des Asylgesuches. Und da kommen wir an das Problem der Abschottung. Wer Asyl beantragen will, muss momentan sich halt auf das Gebiet der Europäischen Union begeben. Und um dahin zu kommen, muss man viele Hürden überwinden. Frontex wurde eventuell schon angebrochen, weiß nicht, sonst spreche ich das an. Die Europäische Grenzschutzagentur, die zum Ziel hat, einerseits den Grenzschutz der Europäischen Union zu koordinieren, haben wir jetzt nicht so viel was gegen, aber zweitens zum Ziel hat, die Grenzen undurchlässig zu machen für Flüchtlinge, für Migrantinnen und Migranten, und da haben wir sehr wohl was dagegen. Frontex hat ein Budget von ungefähr 80 bis 90 Millionen Euro im Jahr, und das wird
vor allem dafür eingesetzt, sich neue Technologien auszudenken. Was kann man noch einsetzen, um noch kleinere Flüchtlingsboote zu finden? Barbara hat die Drohnen schon angesprochen, die jetzt auch für die Flüchtlingsauffindung eingesetzt werden sollen im Rahmen des sogenannten Eurosur-Systems, des europäischen Grenzüberwachungssystems. Aber es wird auch an Drohnen geforscht, jetzt vor allem im Bereich Verfolgung von flüchtigen Personen im Sinne von Kriminellen eventuell, wo Drohnen selbstständig eingreifen. Und das überlegt man auch. Das ist jetzt noch völlig im Flow sozusagen. Und Drohnen sind ja noch nicht zugelassen im europäischen Flugraum. Aber auch da gibt es durchaus Überlegungen, das weiterzudenken. Wenn die Drohne schon mal da ist, dann sollte sie doch auch selber was dafür machen, dass die Flüchtlinge nicht weiterkommen. Wir debattieren ganz aktuell im Europäischen Parlament auch eine Verordnung, die dahingehend, wo die Kommission vorgeschlagen hatte, dass man auch das Abdrängen auf hoher See von Flüchtlingsbooten legalisiert. Also wenn ein kleines Flüchtlingsboot kommt und dann hat man ein Grenzboot, was vermutlich größer ist, das dann knapp vorher abdreht, Wellen schlägt, damit das Flüchtlingsboot sich nicht weiter bewegen kann auf hoher See, ja, wo immer noch gilt, freie Fahrt für freie Schiffe. Das konnten wir als Parlament, wo wir eine Mehrheit für erreichen konnten, also das konnte das Parlament abwenden, aber immer noch legalisiert werden soll die Ausschiffung in Drittstaaten. Wir erinnern uns vielleicht noch an den Hilsi-Fall, wo Flüchtlinge, die über Libyen kamen, von der italienischen vom italienischen Grenzschutz aufgegriffen worden und dann nach Libyen zurückgeschickt worden, an die libyschen Autoritäten übergeben wurden, ohne dass sie überhaupt wussten, was mit ihnen geschieht, ohne dass ihre Fluchtgründe geprüft werden. Das soll jetzt legalisiert werden. Das konnten wir bis jetzt nicht verhandeln. Die letzte Abstimmung steht aus, die kommt im April, aber da zeichnen sich eben wieder parlamentarische Mehrheiten dafür ab, dass jawohl, Ausschiffe in Drittstaaten, überhaupt kein Problem. Und deswegen ist es halt auch nicht nur eine institutionelle Frage, wer macht was, sondern eben auch eine Frage der politischen Mehrheiten. Abschottung findet also da wird richtig viel Geld und Ressourcen eingesteckt, Frontex, Eurosur, aber auch die Grenzzäune, die wir sehen in Spanien, wo auch auf Flüchtlinge geschossen wurde mit Rubberbullets, Gummigeschossen, woraufhin dann ungefähr 15 bis 20 ertrunken sind vor Ceuta. Zäune werden auch gebaut in Griechenland, aber auch in Bulgarien. Also dieses Zäunegebau, das sehen wir überall, ist zwar auch keine EU-Geschichte, ist nicht mit EU-Geld gebaut und ist auch nicht die Kommission, die das baut, aber die Mitgliedstaaten tun das und das wird auch sehr gutiert von den anderen Mitgliedstaaten, weil alle Mitgliedstaaten kontrollieren sehr gut, wie die Außenmitgliedstaaten die Grenzen kontrollieren, weil niemand will die Flüchtlinge haben und die Migrantinnen und Migranten. So, was wollen wir, das war jetzt der Kurzexkurs, was wollen wir anders machen? Da möchte ich auch noch hinzukommen. Für uns Grüne im Europäischen Parlament, aber insgesamt natürlich für uns Grüne in ganz Europa, es ist wichtig, dass wir einerseits eben die Fluchtursachen bekämpfen und nicht die Flüchtlinge. Und wie gesagt, dazu kann man eine ganze Menge tun. Dafür haben wir uns auch zum Beispiel in der Agrarreform eingesetzt. Das war ein ganz wichtiges Thema auch in der Handelspolitik, in der Fischerei. Vom Fischereibereich waren wir ein bisschen erfolgreich, also ziemlich sogar, bin ich stolz drauf, in den anderen Bereichen bisher leider nicht. Zweitens ist uns wichtig, dass wir in der Europäischen Union auch wirklich ein gutes, faires, funktionierendes Asylsystem haben. Deswegen brauchen wir auch wir sehen, dass wir mit diesem mit der Dublin-3-Verordnung da nicht weiterkommen. Dublin regelt, wer wo Asyl beantragen darf, nämlich in dem Land, wo man zuerst Fuß auf europäisches Territorium setzt. Das führt dazu, dass vor allem die südlichen Außenstaaten vor allem viele Asylanträge haben, was für die Staaten nicht fair ist, aber eben auch nicht für die Flüchtlinge, weil die wollten halt meistens nicht nach Malta oder Griechenland. Wir finden es wichtig, dass Menschen dort Asyl beantragen, wo sie zum Beispiel die Sprache sprechen oder Familie haben oder Bekannte etc. Das ist uns wichtig, dass wir eben auch nicht nur auf die Interessen der Mitgliedstaaten gucken, das machen andere auch, sondern für uns ist wichtig, das Interesse der Flüchtlinge in den Mittelpunkt zu stellen. Ganz wichtig ist auch noch der legale Zugang zum Asylsystem. Der ist unglaublich wichtig, da momentan gibt es ja die Möglichkeit, über Resettlement-Programme Flüchtlinge aufzunehmen. Das wird aber viel zu wenig genutzt von den Mitgliedstaaten. Es gäbe rein theoretisch auch im europäischen Recht die Möglichkeit, humanitäre Visa zu verteilen, also Visa zum Zwecke der Asylbeantragung. Auch das wird von den Mitgliedstaaten nicht bis fast nicht genutzt. Und jetzt hat die Kommissarin angekündigt, die Innenkommissarin, dass sie sich dazu was überlegen will. Ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht so sehr an ihr liegt, sondern vor allem an den Mitgliedstaaten, die halt das auf gar keinen Fall wollen, dass irgendwie legale Zugangs
Möglichkeiten gibt. Das ist uns ganz wichtig. Und dann ist es uns auch noch wichtig, dass man eben auch eine Möglichkeit eröffnet für Menschen, die nicht unbedingt sich selbst bezeichnen würden als jemand, der aus der Flucht ist, sondern Menschen, die halt nach einer Lebensperspektive suchen. Auch da gibt es keine Möglichkeiten, gerade legal in die EU einzuwandern. Ausnahme ist für Höchstqualifizierte über die Blue Card Direktive. Jetzt mittlerweile gibt es auch die Saisonarbeiterrichtlinie, aber das bezieht sich nur auf wenige Wochen und Monate im Jahr für ganz, ganz wenige Bereiche. Also legale Zuwanderungsmöglichkeiten auch erreicht. Und auch wenn das jetzt nicht Flüchtlingspolitik ist, aber es ist uns trotzdem sehr wichtig, damit da was Rundes draus wird. So, und was können jetzt Menschen tun? Was kann man tun? Öffentlichkeit erzeugen, wie Barbara es auch schon gesagt hat, ist unglaublich wichtig. Wir kriegen sehr viele Mails von Bürgerinnen und Bürgern zu allen möglichen Themen, aber nicht zur Flüchtlingspolitik. Ich kriege zumindest keine und eigentlich müssen die Leute mir ja schreiben. Es gibt Demos für alles Mögliche und gegen alles Mögliche, aber Demos für Flüchtlinge gibt es selten. In Berlin war das jetzt schon mal der Fall, aber sowas wäre auch mal nicht schlecht, damit auch die Mitgliedstaaten, aber auch die Abgeordneten merken, es interessieren sich tatsächlich Leute dafür, wie es Flüchtlingen geht, weil die gehen davon aus, dass alle Menschen in der Europäischen Union keine Flüchtlinge haben wollen und dementsprechend machen sie eben auch Politik. Also da auch mal eine Gegenbewegung zu organisieren, zu sagen, hello, das sind nicht wir alle, es gibt Leute, die denken anders und das sind nicht wenige, das wäre halt wirklich eine wichtige Sache. Und das kann man auf unterschiedliche Art und Weise ausdrücken, eben zum Beispiel Mails schreiben und so. Gerade jetzt im Wahlkampf kann man das, glaube ich, gut nutzen, den Kandidatinnen und Kandidaten, die man dann vielleicht mal auf der Straße trifft oder auf irgendwelchen Veranstaltungen, zu fragen, wie stehen Sie denn dazu, was ist denn Ihre Vorstellung davon? Also das Gefühl zu erzeugen, wir interessieren uns und das ist uns nicht egal, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Entschuldigung, jetzt war ich trotzdem nicht ganz kurz, aber ich hoffe, es war halbwegs einsichtig. Herzlichen Dank, Ska. Du warst perfekt in der Zeit, sogar noch ein bisschen davor. Also wir haben noch ein bisschen Zeit zum Diskutieren. Und ich würde, erst habe ich gedacht, auch nochmal Flüstergruppen, aber mit Blick auf die Zeit, möchte ich Sie einfach ermuntern, sich wieder an die Mikros zu stellen, Kommentare, Fragen zu stellen. Wir haben mit Blick, also ein bisschen werden wir überziehen, wir haben auch später angefangen, aber auf die Mittagspause, dann gehe ich davon aus, dass Sie auch Hunger haben, aber doch noch 10 Minuten auf jeden Fall dann für Rückfragen und für eine Abschlussdiskussion. Ich möchte dich jetzt gerne kurz auch fragen, bevor vielleicht die Ersten sich überlegen, ans Mikro zu gehen. Du hast jetzt also relativ unspezifisch nach Geschlechtern über Politikansätze auch gesprochen. Siehst du da zum Beispiel, das ist ja auch eine Frage dann, wie kann da gerade Zivilgesellschaft auch versuchen, Forderungen zu entwickeln, zu intervenieren, geschlechtsspezifische Aspekte, die gestärkt werden müssten, gestärkt werden sollten? Wollen wir lieber sammeln? Dann ja, wenn jetzt, dann sammeln wir. Du hattest gesagt, dass es sozusagen mehr Demonstrationen und mehr Aktionen geben soll und ich wollte fragen, weil zum Beispiel in Berlin und in Hamburg gibt es ja Bewegungen, die aber sehr an konkreten Einzelschicksalen sozusagen gebunden sind. Oder in München, ja, aber es ist sozusagen immer konkret an Einzelgruppen und ich wollte fragen, ob du denkst, dass es sozusagen allgemeiner werden sollte, also oder ob es sozusagen man weiter an diesen Einzelgruppen arbeiten sollte oder was da deine Vorstellungen sind. Kann ich eine Frage anschließen, die auch die Zusammenarbeit im EP betrifft, nämlich Sie haben ja angeschnitten, auf der Agrarpolitik-Ebene ist viel zu machen noch, auch um diesen Riesenblock da der Subventionierung vielleicht noch weiter einzuschränken. Wie klappt das denn, wenn José Bové da Spitzenkandidat ist, den man ja nicht unbedingt, den ich nur als Bauernvertreter aus Frankreich kenne, aber nicht unbedingt als jemanden, der wirklich diese Subventionsriesenblöcke im Haushalt einschränken will. Gibt es da Auseinandersetzungen oder wie läuft das? Ich finde, Sie haben einen tollen Wahlkampf eben gemacht. Sie haben bewusst gemacht, welche Mehrheiten nötig sind, um auch Flüchtlingspolitik zu beeinflussen. Ich möchte einen kurzen Satz dazu sagen, wie widerlich auch Medienpolitik ist. In Berlin gibt es eine große Solidarität für Flüchtlinge.
bei der Eröffnung in Hellersdorf ist lediglich im Fernsehen dieser Herr mit dem Hitlergruß und der Jogginghose gezeigt worden in allen Programmen oder fast ausschließlich allen Programmen. Die Mehrheit der Hellersdorfer Bevölkerung hat sich aber solidarisiert. In Moabit und gab es Solidaritätsbekundungen, die nicht in großen Demos mündeten, aber die in der ganzen Stadt flächendeckend war. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so bekannt. Das wollte ich einfach hier nochmal mitteilen. Kann, dann würde ich dich bitten, dazu nochmal Stellung zu nehmen. Nochmal ganz auf diese Wahlkampfgeschichte. Ne? Ich hab halt, wir haben halt immer dieses Problem als Europaabgeordnete aller Fraktionen, dass das, was uns gesagt wird, halt in der Regel ist, ja, die EU, entweder macht sie das falsch oder das, oder warum macht sie das nicht und so weiter. Und ich bin halt nicht Sprecherin der Kommission. Ich möchte auch nicht, dass Menschen rausgehen mit dem Eindruck und denken, ja, wie gesagt, diese EU, die macht da irgendwas und da kann man nichts gegen machen. Ne? Ich möchte klarstellen, dass es halt wirklich eine Frage ist von, wer macht halt Politik, ne? Wie es auch der Bundesebene halt ähnlich ist. Aber wir würden ja halt selten da sitzen und sagen, ja, Deutschland macht das und das, sondern wir sagen irgendwie die Bundesregierung und so. Und deswegen ist es mir wichtig klarzustellen, wer ist ja eigentlich verantwortlich und dass man eben auch was ändern kann. Mit Demonstrationen, mit allem Möglichen, aber natürlich auch mit dem zu weigern, sich überlegen halt, was für eine Flüchtlingspolitik man haben möchte. Apropos Stichpunkt, gleich weiter, José Bové, mit dem habe ich dann überhaupt keine Probleme. Der ist... Es ist zwar Teil grüner Agrarpolitik zu sagen, wir wollen wir wollen eine Agrarpolitik, die gesellschaftlich nützlich ist, die uns was bringt, zum Beispiel landschaftlich, aber auch für die Ernährungssouveränität der Menschen, für die regionale Ernährung, für die ökologische, die gute Ernährung. Das ist auch wichtig, solche gesellschaftlichen Ziele zu unterstützen. Es ist uns aber allen beiden und allen Grünen, glaube ich, klar, dass es kein gesellschaftliches Ziel ist, die Tomatenbauern in Ghana oder die Hähnchenfarm in Kamerun irgendwie kaputt zu machen. Das ist weder das Ziel von José noch von irgendeinem anderen Grünen, also mir ist zumindest noch keiner begegnet. Und deswegen ist uns ganz klar, dass wir dass wir nicht wollen, dass Dumpingprodukte exportiert werden. Wir haben uns mit Händen und Füßen gegen die Exportsubventionen gewehrt. Jetzt wissen wir alle, dass das, wenn wir die loswerden, dass das noch nicht die Lösung fürs Ganze ist. Genau, es geht auch viel um diese indirekten Subventionen. Ne? Also wenn hier zum Beispiel Massentierhaltung indirekt subventioniert wird über billigere Wasser, über Tierkörperverwertungsanstalten und sowas, dann ist das Teil des Problems. Aber das ist uns ganz wichtig, dass wir auch daran wollen, an diese indirekten, dass wir nicht nur über die Exportsubventionen reden, die natürlich auch ein Problem sind. Proteste allgemein oder konkret, ich glaube, Hauptsache, sie sind da. Und eigentlich finde ich es, es ist ja logisch, dass sich Menschen auf konkrete Beispiele beziehen. Am Konkreten macht sich ja immer das Abstrakte irgendwie auch deutlich. Ne? Zum Beispiel Residenzpflicht wird ja dadurch problematisiert, dass es eben, dass die Leute nicht irgendwo anders hinkommen. Oder das Arbeitsverbot. Ich finde es völlig richtig und legitim, das an konkreten Beispielen festzumachen. Und ich glaube auch gerade über diese Beispiele erreicht man eben auch mehr Menschen als, also wenn man jetzt fragt, irgendwie, wer ist alles dafür, dass die europäische Flüchtlingspolitik sich verändert, machen wir dazu mal eine Demo, kommt bestimmt keiner. Aber wenn es halt mehr so lokale Beispiele sind, wo man eher verstehen kann, was die Probleme sonst sind, dann glaube ich, erreicht man vielleicht auch einfach mehr Menschen. Und Geschlecht, ja, sorry, dass ich jetzt etwas durchgeeilt, aber wie gesagt, zum einen war uns ganz wichtig, die Forderung nach Anerkennung, Asylanerkennung für Verfolgung aufgrund des Geschlechts und aufgrund der sexuellen Identität. Da sind wir wirklich sehr stolz drauf. Und was wir ansonsten noch versucht haben durchzubekommen, gerade in der Verfahrensrichtlinie, ist halt eine stärkere Rücksichtnahme auf das individuelle Verfolgungsschicksal von Frauen, weil die werden ja oft subsumiert unter dem Haushalt. Dann stellt halt der Mann den Asylantrag und die Verfolgungsgeschichte der Frau wird gar nicht individuell rekonstruiert, was dazu führt, dass ihr Asyl- oder ihr Aufenthaltsrecht abhängig ist von dem des Mannes, was zu ganz neuen Abhängigkeitsproblemen und Konflikten führt. Das ist uns sehr wichtig, dass Traumata gerade aufgrund von sexueller und sexualisierter Gewalt stärker wahrgenommen werden, thematisiert werden und auch eine Versorgung da stattfindet. Also da
ist vieles, was wir einerseits versuchen, auf der EU-Ebene einzubringen, aber eben auch vieles, was sich dann vor allem auf der lokalen Ebene umschlägt. Ich war auch neulich bei einer Diskussion zu dem, gerade im Thema Flüchtlingsfrauen, und dann wurde mir erzählt, einerseits haben wir ja auch immer gesagt, ja, im ersten Gespräch werden Frauen jetzt nicht anfangen zu erzählen von der Vergewaltigung, das kommt erst nach Jahren vielleicht heraus, nach Betreuung, und das hat sich anscheinend mittlerweile in den Ämtern auch rumgesprochen, soweit, dass es mittlerweile so ist, dass mir wurde erzählt, dass von Fällen, wo Frauen im ersten Gespräch davon erzählt haben und dann ihre Geschichte als unglaubwürdig eingeschätzt wurde, weil sie ja erst nach 10 Jahren hätten davon erzählen können. Also sowas Abstruses, ja, wo auch sehr viel einfach auf lokaler Ebene passiert, von Amt zu Amt unterschiedlich, wo man gar nicht so viel erreichen kann durch irgendeine Direktive oder so, sondern wo man ganz viel eben auch auf der lokalen Ebene drehen muss. Dankeschön, Ska. Heidi, nochmal aus friedenspolitischer Perspektive vielleicht auch, was siehst du als die zentralen Herausforderungen jetzt in Verbindung mit Flüchtlingspolitik dann auch an die EU? Und die letzte Frage, vielleicht wollt ihr beide da nochmal was zu sagen, aber es war ja auch schon vorher jetzt bei den Podien in der Diskussion oder als Vorschlag, und gestern hat Barbara Unmüßig zum Beispiel gesagt, wir müssen radikaler werden, und einerseits und andererseits Vernetzung, zivilgesellschaftliche Vernetzung, viel mehr Bewegung auf die Straße, und wir können auf die Politik und die Politik da oben sowieso nicht so setzen direkt oder mit nur Lobbyarbeit, sondern wir müssen vor allen Dingen versuchen, eine andere Form der Mobilisierung wieder zu erreichen. Wie steht ihr dazu und was stellt ihr euch eigentlich da vor, wie wir das hinkriegen? Also ich denke, ein Thema, das wieder diese gleiche Brücke schlägt, die was auf lokaler Ebene ansetzt, bis hin zu nationalen Verantwortungen, aber auch der EU, sind natürlich diese ganze Frage, die sich um Handelsverträge und um die Außenwirtschaftspolitik der EU drehen, die Fluchtursachen produzieren, aber natürlich auch dieses ganze Spektrum an Zerstörung von ökologischen Ressourcen, von neokolonialen Beziehungsstrukturen, das, was auch vorher gerade auch nochmal in der Frage kam, diese, und die stehen ja aktuell zur Verhandlung an, was also das Handelsabkommen mit USA beziehungsweise auch Kanada und so was anbetrifft. Das ist, glaube ich, ein der Meilensteine, wo wir aktiv werden können, auch als gerade als Zivilgesellschaft auf allen Ebenen des politischen Handelns. Diese Frage der Abrüstung, da muss man sich natürlich auch nochmal genau anschauen, also diese ganze Diskussion, die ich jetzt nicht aufmachen möchte, um den ATT-Vertrag und die Integration von auch des Gesamtkomplexes an Kleinwaffen und geschlechtsspezifischen Auswirkungen dieser Waffenproduktion. Also das ist auch ein Thema, das man wieder von da, wo die Rüstungsstandorte sind und wo Rüstung produziert wird, bis hin auf internationale Vertragsverhandlungen durchdeklinieren kann. Naja, und was kann man tun? Ich bin nicht so ganz sicher, der Vorschlag, der vorher auch von Sonja kam, jetzt wieder mehr auf die Straße zu gehen oder zusammen mit Ostermarsch. Es sind sicherlich auch wichtige Dinge, aber ich glaube, dass die entscheidende Geschichte ist wirklich die Vernetzung zivilgesellschaftliche Kräfte, um sich gegenseitig auch zu stärken, dass es durchaus andere Herangehensweise gibt. Und das rein auf die Straße gehen ist, glaube ich, im Moment nicht unbedingt das Thema. Die Wahl sicherlich, ja. Also aus meiner Sicht als Abgeordnete ist die Mobilisierung wirklich entscheidend.
Was du sagst zur Vernetzung ist natürlich auch extrem wichtig, weil so erst bekommt man auch Prozesse überhaupt mit und bekommt sie auch hin. Und gerade für den europäischen Kontext ist es extrem wichtig, dass sich zivilgesellschaftliche Organisationen halt auch europaweit vernetzen, weil ganz oft gibt es halt das Problem, dass sich irgendwelche zivilgesellschaftlichen Gruppen national organisieren, dann wollen sie halt irgendwas auf EU-Ebene machen und dann irgendwie fehlt ihnen der Anknüpfungspunkt. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Aber für uns als Abgeordnete ist es wichtig, dass ein öffentlicher Druck entsteht. Und der entsteht erst durch Öffentlichkeit. Und auch mal ein Beispiel aus dem Handel. Wir haben es ja geschafft, das Antipiraterieabkommen ACTA abzulehnen. Vielleicht ist es Ihnen noch ein Begriff. Und das hätten wir uns nie gedacht. Ja? Wir haben jahrelang gegen dieses Abkommen gekämpft und wir haben nie gedacht, dass wir irgendwie eine Chance haben. Und auf einmal gab es halt eine öffentliche Mobilisierung, die halt zum großen Teil online stattfand, aber auch viel offline. Online alleine hätte nicht geholfen. Aber die Verbindung, es gab viel Mails, es gab viel also Petitionen, all sowas, verbunden mit halt Demonstrationen, wo man wirklich irgendwie, die groß waren, die nicht übersehbar waren, das hat dazu geführt, dass sich die Leute überlegt haben, oho, da gibt es massiven Protest von der Bevölkerung, da sage ich mal lieber auch Nein dazu. Und dann haben wir tatsächlich die Ablehnung durchgesetzt. Also ich glaube, diese Mobilisierung ist wirklich entscheidend. Ich versuche das immer so ein bisschen, also bei Flüchtlingen ist es halt vor allem schwierig, ne? Weil bei ACTA, da haben auch alle gedacht, mein Internet, dass es dabei auch um Zugang zu Medikamenten in den ärmsten Ländern ging, das hat keinen interessiert. Aber egal. Und bei Flüchtlingen ist es halt so ein bisschen ähnlich. Ne? Man ist nicht selbst davon betroffen. Ich versuche es immer hinzubekommen, dass man diese Verbindung herkriegt, zum Beispiel bei Datenschutz. Ne? Also wenn wir darüber reden, dass wir alle Fingerabdrücke von Flüchtlingen abnehmen und demnächst auch von allen Drittstaatenangehörigen, die in die EU reinreisen. Ich versuche immer zu sagen, ja Leute, wie lange dauert es, bis alle wir unsere Fingerabdrücke abgeben müssen? Bis jetzt hat das noch nicht so ganz gezündet, deswegen ist es noch kein Erfolgsmodell. Aber das versuche ich halt so ein bisschen. Und ansonsten informieren, was natürlich, also ich versuche Menschen zu informieren oder über das zu informieren, was im Parlament passiert. Und ganz wichtig ist natürlich auch die Mobilisierung zum richtigen Zeitpunkt. Bei der Vorratsdatenspeicherung, ne, da gab es die Proteste, als das auf der EU-Ebene schon längst durch war, wo es nur noch um die Umsetzung ging. Also trotzdem haben die Proteste was erreicht, die waren wichtig, aber wenn man das vorher gemacht hätte, hätte man vielleicht noch schneller und eher was erreichen können. Deswegen ist das trotzdem immer, glaube ich, ganz wichtig. Okay, herzlichen Dank. Der erste Schritt auch zu mehr Bewegung, auch vielleicht auf der Straße, ist jetzt hier das Mittagessen, weil auch da kann schon Vernetzung anfangen. Ich ermuntere Sie dazu. Ich hoffe, Sie sind gestärkt dann gleich um 14 Uhr wieder hier und diskutieren weiter. Dankeschön nochmal ans Podium vor allen Dingen auch. Und